So, Freunde und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen hier zum neuen 5er E60 Video. Und heute geht es um die Kennzeichenrückleuchten bei meinem Wagen. Und einige von euch wissen das, man kann die natürlich austauschen. Da hat man in der Regel dann irgendwas mit Widerständen drin und so und muss da ein bisschen rumfrickeln. Ich habe da noch eine andere Variante im Petto, die ich euch gerne zeigen möchte, so dass man nämlich keine Widerstände verbauen muss. Wir nehmen nämlich vom 3er, vom E90 Baureihe die LED Kennzeichenbeleuchtung und müssen dann mit der Kali-App hingehen und die Überwachung dieser Lampen rauskodieren. Aber dann gibt es keine Fehlermeldung mehr im Cockpit. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, von der Stelle nochmal der Hinweis, warum nehme ich keine Nachrüstlämpchen, die ich da jetzt LEDs einbaue? Weil viele davon sind meiner Meinung nach viel zu hell und das sieht auch nicht gut aus, geschweige denn, dass es denn erlaubt wäre. Insofern, dass sie nämlich so hell sind, das sieht man häufig auf Tuning-Treffen, wenn da zum Beispiel ein Wuppertal im Parkhaus oder so stattfindet, dass die Lampen dann so hell leuchten, dass das Kennzeichen voll überblendet ist. Ich habe zwar jetzt kein Kennzeichen montiert, nichtsdestotrotz hier nochmal zu sehen, so sieht das Ganze natürlich sehr, sehr bescheiden aus. Da freue ich mich auf jeden Fall auf richtig schöne LEDs. Ja, was brauchen wir, um die Kennzeichenrückleuchten hier von E90 soweit einzubauen? Ich habe da einige Teile bestellt, habe da eine coole Anleitung im Netz gefunden und dann haben wir nämlich die Originallampen vom E90, E91, E92 und so weiter und natürlich auch legal mit E-Zulassung, nicht zu hell oder ähnliches. Und dafür brauchen wir ein paar Kabel hier, seht ihr, ganz dünne sind das, so ein paar Stecker sind das. Okay, was wir jetzt als erstes brauchen, ist dieser kleine Stecker hier. Wir müssen natürlich alles doppelt machen, aber ich zeige es euch an einer. Da gehen wir jetzt hin und dieses Kabel hier, dieses ganz dünne mit den Steckern hier dran, die wir befestigt sind, hauen wir jetzt hier in den Stecker rein. Einmal linke Seite, eins. Und dann natürlich auch noch auf der rechten Seite, zwei. So, und danach können wir den Stecker hier oben zuklicken und dann hält das, wie man hier sehen kann. Was wir jetzt als nächstes basteln müssen, ist das hier. Ihr seht einmal, dass der Stecker jetzt hier soweit komplett fertig ist, beziehungsweise dieses Kabel. Ihr könnt das natürlich auch noch kürzen. Die werden definitiv viel zu lang sein, aber ich habe es lieber ein bisschen zu lang als zu kurz. So sagt die Frau dort abends auch immer. So, dementsprechend, das hier ist das fertige Endergebnis, wie wir die Stecker haben müssen. Und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Ihr geht hin. Manche Leute kürzen die sich so oder nehmen hier so circa 5 mm. Ich mache immer ein bisschen mehr. Dieser Stecker hier muss jetzt hier drauf gesetzt werden. So. Und wichtig ist, dass diese Halterung hier vorne die Ummantelung hält und hier haben wir den Kontakt. Hiermit müssen wir Kontakt herstellen, das ist wichtig. Also schieben wir den jetzt hier so weit rein. Der muss exakt bis zu dieser Position vorgeschoben werden. Hier seht ihr das, ne? So, genau. Da muss das Schwarze sein, damit hier der gehalten wird und hier vorne bekommt er dann Kontakt. Und das Ganze müssen wir jetzt ein bisschen zusammenzwicken. Ich weiß, der Autofokus ist jetzt total behindert, weil das so frimmelig hier ist. Jetzt gerne nochmal hier in der Nahaufnahme zu zeigen. Na? So, der Mantel wird gehalten von dieser Klammer. Dementsprechend die andere Seite hier auch drauf. Schön festmachen, da ist zwar kein Zug drauf, aber schadet nicht. Und jetzt gehen wir hin und müssen den Kontakt hier herstellen, an dieser Position. Da verdrücke ich mir den hier rein. Ich zeige es euch aber gleich nochmal. So, na, jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier den Kontakt hergestellt für den Stecker oder zwischen Stecker und Kabel und können die andere Seite hier auch noch runterdrücken. Und dann sieht das Ganze fertig so aus. Hier vorne wird er gehalten am Mantel und an der anderen Position hat er den Kontakt. Was wir als nächstes machen müssen, wir müssen diese Stecker hier richtig koppeln quasi. Und also die Kabel und die Stecker ist richtig gesagt. Und das ist jetzt schwer auf der Kamera zu sehen, aber wir haben hier die Teile soweit mit Nummern beschriftet, weil damit die Polung nämlich richtig ist. Der linke ist hier an der Seite die Nummer 2 und die auf der rechten Seite die Nummer 1. Und dementsprechend, zack, nehmen wir uns das Kabel, das ist die Nummer 1, muss auch hier in das richtige Loch rein. Und da sehen wir jetzt die Zahl hier irgendwo hier innen drin im Stecker. Da ist es. Da oben steht ganz klein, kann man fast nicht sehen, die 1. Dementsprechend muss der Stecker hier oben rein. Also auf der linken Seite hier in dem Fall. So, wird reingesteckt und dann klemmt der auch schon. Und auf der anderen Seite natürlich der andere. Und da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wenn die Polung nicht stimmt, wird das Ganze nicht funktionieren, logischerweise nach. So, und das passt. Ich habe es wirklich zu lang gelassen, man hätte es auf jeden Fall noch ein bisschen kürzen können. Ich mache ein bisschen ISO-Wand drunter, damit nichts rankommt und dann passt das.
Im nächsten Schritt muss das Ganze eingebaut werden. Wie ihr sehen könnt, habe ich das auf der Seite schon gemacht. Ja, ich bin mutig. Ich hoffe mal, es funktioniert soweit. Ansonsten müssen wir es wieder rausnehmen. Ich hatte leider kein schwarzes ISO-Band mehr. Das ärgert mich. Und wie ihr sehen könnt, war blöd. Ich hätte sie deutlich kürzen können. Auch wenn sie jetzt hier drin nicht stören, muss man natürlich den ganzen Scheißdreck hier ein bisschen reinfriemeln. Aber das soll kein Problem sein. Befestigung passiert jetzt nach dem gleichen Prinzip wieder. Hier können wir auch mal ein bisschen sauber machen. Darunter sehe ich gerade. So. Wird wieder hier reingeklippt und hier ein bisschen rüber gedrückt, weil rechts ist ja diese Feder, die man drücken kann, wie ihr sehen könnt. Und dann haben wir den hier rechts eingeklippt. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, weil ist ja auch original. Ja, und das seht ihr, das sieht auf jeden Fall deutlich geiler aus. Also mir gefällt das schon mal richtig gut. LED ist natürlich echt schick. Angekommen im Wagen, ihr hört das schon klingeln. Wir sehen es hier, Check-Control-Meldung, Kennzeichenlicht ausgefallen, links wie rechts meldet er hier natürlich. Das Kodieren machen wir natürlich wieder hier mit Kali. Dieser Adapter wird hier unten an den OBD-Anschluss soweit einfach nur eingesteckt. Danach können wir auch die Tür zumachen, da kommt man natürlich sonst ein bisschen leichter an. Klingelt natürlich jetzt hier permanent, seht ihr auch im Cockpit, mit dieser dämlichen Meldung wegen der Lampen. Also gehen wir jetzt hin und kodieren das Ganze raus. Ihr seht, ich habe die Kali-App gestartet. Mein Auto ist ja hier soweit auch eingetragen. Der BMW 5er, 2007er Baujahr und ein E60 Baureihe. Als erstes müssen wir hier unten über Verbinden den Adapter auswählen und dann natürlich damit verbinden. Dauert ein paar kleine Sekunden, die wir warten müssen. Und dann wird die Verbindung zum Fahrzeug direkt aufgebaut. Das geht halt mittlerweile echt richtig schnell. So, dann macht er direkt hier so einen Fahrzeugdatenabgleich. Man sieht das unten im Fußraum auch, da blinkt der Adapter. Und weil er gerade drauf zugreift und einiges ausliest. So, noch ein paar weitere Informationen. Und dann können wir jetzt hier auf Zurückgehen in die Übersicht und können jetzt Individualisiere dein Fahrzeug auswählen, also wirklich eine Kodierung vornehmen. Blödes Haar hier drauf. Nicht mehr anzeigen. Nee, zum Kodieren, da müssen wir auf Weiter. Jetzt überprüfen wir das Ganze. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Was kann hier in dem Fahrzeug alles kodiert werden? Und wir müssen jetzt gleich dann in das Lichtsteuergerät, das dafür zuständig ist, diese Überwachung zu machen. Könnte aber auch sein, dass wir im Kombi-Instrument mal gucken müssen, damit die Meldung nicht mehr reinkommt. Weiter geht's. 6 Steuergeräte sind soweit verfügbar. Man muss immer ein bisschen darauf achten. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze nicht direkt funktioniert. Dann auf jeden Fall mal den Motor während der Kodierung laufen lassen. Ist auch immer so ein kleiner Tipp. Wir gucken als erstes in das LMA, das ist das Lichtsteuergerät, Lichtmodul. Lesen das Ganze aus. Wichtig, es wird hier auch immer wieder ein Backup von Kali gemacht. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Denn wenn ihr irgendwas so einstellt, wie ihr es nicht haben wollt, ganz trivial gesagt, dann könnt ihr hingehen und dieses Backup zurückspielen auf das jeweilige Steuergerät. So, und jetzt haben wir hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, Nebelscheinwerfer bei Lichthupe und sowas, alles Mögliche. Das interessiert uns aber gerade gar nicht. Wir möchten nämlich die Überwachung rauskodieren für die Kennzeichenbeleuchtung. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen suchen. Und weil wir hier so viele mögliche Kodierungen haben, machen wir das einfacher. Wir gehen auf Kategorien und gucken uns hier unten einfach mal an, was haben wir hier. Spannungsüberwachung, das ist nämlich der Punkt, der relevant dafür ist, für die Überwachung der Lampen, müsste nämlich passen. Hier, Kennzeichenüberwachung, Kennzeichen, sehr gut, Rückfahr. Dann müssten es diese beiden hier sein, 1 und 2. Die stellen wir nämlich beide aus. Das heißt, der Nachteil, den es gibt, durch diese Kodierung, die wir jetzt machen, falls diese LEDs wirklich mal irgendwann ausfallen sollten bei euch, bekommt ihr darüber keine Meldung vorne im Cockpit, denn diese Überwachung ist ja jetzt komplett deaktiviert. Nachdem wir das Ganze jetzt soweit kodiert haben, war ja auch eigentlich eine ganz einfache Nummer, gucken wir jetzt mal, ob das Ganze geklappt hat. Wir gehen dazu wieder hier in unserem Navigationssystem /CCC in die notwendige Einstellung. So, dafür gehen wir hier auf die Infoquellen, gehen wir auf Service und wir haben keine Fehlermeldung mehr. Ich schalte die Zündung auch extra nochmal aus, mache die Tür auch nochmal auf und zu, damit wir auch simulieren, quasi neu eingestiegen ins Fahrzeug, eingeschaltet. Ihr seht, ich habe auch das Licht komplett eingeschaltet, das heißt die Kennzeichenbeleuchtung ist auch an und es kommt keine Meldung mehr. Auch nochmal die Zündung und da kam es ja dann gerade. Machen wir nochmal. Zündung einschalten. Ja, ja, Start, Stopp, ist okay. Nö, das sieht sehr gut aus. Da ist die Fehlermeldung raus. Perfekt, das hat geklappt. Ja,
Ja, meine Freunde, dementsprechend war es das soweit hier zu meinem Fünfer. Und ich denke, das kann sich sehen lassen, gerade mit den LEDs. Abends, ihr werdet das in den Livestreams und sonst wann auch immer wieder in den Videos sehen können, wie schön das Ganze aussieht. Ich denke, das hat sich gelohnt, ist eine kleine Investition. Alle Teile, die ich zusammengefriemelt, zusammengebastelt habe, verlinke ich euch anhand der Teilenummern von BMW, weil das sind natürlich Originalteile, wie auch schon geschildert. Und dementsprechend, ich hoffe, dem einen oder anderen hat das gefallen und geholfen. Signalisiert mir das gerne mit dem Daumen nach oben. Haut rein, bis zum nächsten Video. Und ciao.